Hunde machen nichts als Chaos. Nein, bitte. Wir wollen sie behalten. Das ist ein hundefreies Haus. Mein Haus, meine Regeln. Oje, euer Geschrei geht mir ganz schön auf die Nerven. Stiefmama hat unsere Hunde rausgeschmissen. Ihr seid eingeladen in eine wunderbare Welt, in der es absolut keine Regeln gibt. Das ist ja cool. Worauf wartet ihr denn noch? Was ist das? Ihr könnt sein, wer ihr wollt. Wow, ich bin Pomni. Komm her. Das ist doch mal was anderes. Ihr dürft hier Hunde haben. Wir haben dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Es gibt ein Problem. Wir haben keine Häuser für sie. Ich frag mich, wo wir wohnen werden. Aber hier ist es auch ganz schön. Was ist los? Ihr müsst Häuser für eure beiden Hunde bauen. Wir haben keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Sonst nehme ich sie euch weg. Das kriegen wir schon hin. Prima, legt los. Achte auf das Glückslevel. Ich schaue nach. Ich habe eine Idee. Ja, genau. Wir können Häuser kaufen, weißt du? Ich hoffe, du beeilst dich. Der Typ mit den großen Zähnen jagt mir Angst ein. Ich hoffe, dass sie die Sachen hierher liefern. Und das war's? Das ist zu einfach. Besorg uns schönere Häuser. Ich gebe mein Bestes. Können wir sie uns nicht leisten, oder was? Ich schätze, wir leben hier. Ich sehe, die Hunde sind traurig. Nein, uns geht's gut. Wir haben alles im Griff. Ich meine, was ich gesagt habe. Wir sollten sie selbst dekorieren. Wer ist das? Daniel! Ich habe eine coole Idee. Du solltest den essen. Machst du einen Smoothie? Ich liebe Gelb. Leute, welche Farbe ist eure Lieblingsfarbe? Kommentiert unten. Das Haus muss gestrichen werden. Woher bekommen wir Farbe? Ich habe eine Idee. Wunderschön. Ich leise mir mal kurz aus. Endlich. Ich dachte schon, du kommst nie wieder. Lila ist viel besser als Gelb. Das werden wir ja sehen. Wir werden unsere Abonnenten fragen. Niemand mag es. Das Haus sieht sowieso nicht lustig aus.
Du bist ein Superstar. Wow, Wahnsinn. Da fehlt ein winzig kleines Stück. Du wirst das doch nicht an unser Haus hängen, oder? Ein Moment. Was hat sie vor? Ein perfektes Bild. Ich habe keine Ideen mehr. Du solltest das hier benutzen. Ich soll meine Zähne putzen? Das ist eine fantastische Idee. Das macht doch Spaß. Was soll das sein? Ein sternübersäter Himmel. Siehst du das nicht? Ich bin wegen meiner Farbe hier. Ein Haufen Neulinge. Wunderbar. Wow. Das ist göttlich. Das ist doch Unsinn, wenn du mich fragst. Du bist in letzter Zeit sehr gesprächig. Das wird mir jetzt sehr gelingen. Komm. Das ist wirklich hübsch. Unser Haus sieht auch gut aus. Was ist denn hier los? Ich habe Hunger. Oh, ich habe auch Hunger. Wenn wir zu Hause wären, was würden wir zum Mittag essen? Stiefmoms fieses Essen. Ich finde es toll, dass wir hier alles essen können. Oh, das ist toll. Hey, was ist mit uns? Wir haben auch Hunger. Das werden wir nicht essen. Ich lasse mir was einfallen. Hier ist etwas, das dir schmecken wird. Genau das meine ich. Ist das Kane? Kann ich nicht sagen. Was macht ihr hier? Oh, Süßigkeiten. Greif sie und geh. Wer ist dieser Typ? Der ist gruselig. Das ist ja noch besser. Ich nehme den Kerl auch mit. Oder dich. Wir geben unsere Hunde nicht her. Hilfe! Lass uns kämpfen. Der Gewinner bekommt die Hunde. Lass uns anfangen. Arm drücken. Ja! Come on, come on. Wenn Pomni verliert, darf er uns mitnehmen. Leute, drückt den Like-Button, damit Pomni Kraft bekommt. Helft Pomni zu gewinnen. Leute, bitte helft mir. Ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen. Bleib weg! Wir gehen zurück in unsere Häuser. Warum ist ein Fenster über der Tür? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe eine Idee. Du bist zurück. Ich gebe dir gar nichts.
Wunderbar. Fairer Tausch. Du warst schon wieder verschwunden. Was hast du wieder auf dem Herzen? Warte, bis du es siehst. Wir machen noch ein paar Krater. Super. Das ist perfekt. Wow, so schön. Ich kann es besser. Sollen wir das machen? Ich habe eine gute Idee. Woher bekomme ich die fehlenden Teile? Alles Gute. Ich habe noch keinen Geburtstag. Ich bin vergesslich. Warte doch mal, mir ist eingefallen, dass ich heute eigentlich Geburtstag habe. Hier, etwas Besonderes für dich. Wofür brauchst du das Geschenk? Wir brauchen ihn nicht. Aber das hier könnte uns nützlich sein. So weit, so gut. Anscheinend bist du noch lange nicht fertig. Ich bin fertig. Das war's also? Ja, so ziemlich. Du bist sehr begabt. Warum liegt sie hier ausgestreckt? Ich wünschte, ich könnte eine Pause machen. Na klar. Hey! Hunde kommen zuerst. Ein Pfad würde hier schön aussehen. Hast du dir das gerade ausgedacht? Was ist denn hier los? Ist schon okay, ich bin wieder da. Viel besser. Ein Fremder, ein Fremder. Ja, stimmt. Wir brauchen einen Briefkasten. Wem soll ich denn einen Brief schreiben? Ich würde gerne einen Brief bekommen. Ich bin erschöpft. Das ist gemütlich. Sind das Glühwürmchen? Nein, ich will schlafen. Meine Abonnenten werden es lieben. Denn da? Nichts? Da kommen die Glühwürmchen gerade recht. Sieh dir ihre Lichterkette an. Gib mir eine Sekunde, ich werde dir einen Zaubertrick zeigen. Hokus Pokus. Das sieht viel schöner aus. So sieht schön aus. Ich bin wegen der Inspektion hier. Ich habe euch vorgewarnt. So, wir sind fertig. Das sieht wirklich süß aus. Ja, ziemlich gut. Ihr habt ihnen kein Essen gegeben, oder? Doch, haben wir. Ihr habt mir keine andere Wahl gelassen, als sie wegzubringen. Nein, nimm ihn nicht mit. Hey, Kane, hast du ein kleines Nickerchen gemacht? Wo bin ich? Du solltest jetzt gehen. Oh, eine Party.
Ich bin ein Tanzgott. Was ist mit ihm los? Er ist tot. Pika, Pika, Pika! Er war so jung! Hör auf damit! Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Es war... Lass uns die Polizei rufen. Pika, Pika! Pika, Pika! Polizei, komm sofort! Es ist ein Mord geschehen. Man muss kein Polizist sein, um herauszufinden, dass es ein Vampir war. Du könntest auch der Mörder sein. Oder könnte es Pikachu sein? Pika, Pika! Ich hoffe, die Polizei ist bald hier. Alle auf dem Boden. Polizei! Wir sind hier. Also, was ist los? Einer von ihnen hat Kane umgebracht. Der süßeste Hund aller Zeiten. Gesteht. Wer weiß. Ich glaube, dazu braucht es ein bisschen mehr als das. Was glaubt ihr? Wer hat Kane getötet? Kommentiert unten. Wir werden ihre schmutzigen kleinen Geheimnisse aufdecken, Partner. Bin in 3 Minuten zurück. Kumpel, jetzt bist du für den Fall verantwortlich. Aber was ist passiert? Da ist ein Hamster auf einem Baum, dem ich helfen muss, runterzukommen. Ich glaube, ich sollte auch gehen. Haltet sie auf! Pika! Ich werde euch daran erinnern. Erzähl uns alles. Wir sollten vielleicht den Lügendetektor benutzen. Wow! Sieht cool aus. Ich muss los. Bleib sitzen. Yes, Sir! Das gefällt mir nicht. Du hast das Recht zu schweigen. Hab ich das? Natürlich nicht. Das war nur ein Scherz. Okay, ich werde euch alles erzählen. Ich hasse Partys. Alle sind so glücklich, das macht mich krank. Es gab nichts anderes. Ich musste etwas geben. Ich wusste, dass es sie erschrecken würde. Oh, hey! Viel Spaß! Wahnsinnig. Sie hat gehofft, sich mit mir zu vertragen. Ich hatte eine bessere Idee. Gibt es einen Drink oder so? Dann sah ich jemanden, der leckerer war. Hilfe! Hey, was willst du denn machen? Das war also das Motiv, ihn zu töten? Du solltest vielleicht anfangen, die Wahrheit zu sagen. Das ist reines Silber. Okay, gut, ich werde die Wahrheit sagen. Um ehrlich zu sein, liebe ich Partys. Ich liebe es, meine Freunde aufzuheitern. Pika, Pika! Wir haben sogar ein Selfie gemacht. Pika? Eigentlich hasse ich Blut. Es schmeckt bitter. Punsch ist viel besser. Es ist süß. So wird es noch leckerer. Oh. Ja, du hast recht.
Das ist der süßeste Hund, den ich je gesehen habe. Ich konnte nicht anders, als mit ihm zu spielen. Du siehst aus, als hättest du Spaß. Darf ich mitmachen? Da kann ich nicht Nein sagen. Ich habe Ken nicht umgebracht. Er war mal mein Freund. Wenn es also nicht der Vampir war, wer war es dann? Ich habe eine Theorie. Nein, ich war es nicht. Wir werden es überprüfen. Nichts geht mehr. Pika, Pika! Hau drauf! Es funktioniert nicht! Leute, beeilt euch, den Like-Button zu drücken, damit wir unser Gadget reparieren können. Bitte, lasst ein Like da, sonst werden wir nie erfahren, wer Ken getötet hat. Noch ein paar Likes und wir können weitermachen. Habe ich etwas verpasst? Bleib konzentriert. Sag uns, was passiert ist. Wir haben den Detektor repariert. Schalte ihn ein. Pika! Ich bin pünktlich aufgetaucht und alle waren froh, mich zu sehen. Pikachu fand mein Geschenk toll. Pika, Pika! Das ist süß. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Mir ist aufgefallen, dass wir keine Snacks mehr haben. Zum Glück habe ich das schnell behoben. Hey Leute, hier drüben. Wir haben uns gefreut. Ich habe auch etwas für dich. Wirklich gut. Danke. Ken und ich haben uns auf Anhieb gut verstanden. Er wollte mit mir tanzen. Das ist ja wahnsinnig toll. Daran kann ich mich nicht erinnern. Du lügst! Pika, Pika! Langsam! Okay, so ist es nicht passiert. Ich bin zu spät gekommen, wie immer. Ich fühlte mich wirklich unwohl. Ich hatte ein besonderes Geschenk. Pika, Pika? Was ist das? Das bin ich? Mein Geschenk hat niemandem gefallen. Ich war so wütend. Und hab alles gegessen. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Ich bin nicht stolz auf diese Idee. Hey, das ist mein Essen. Sorry, Kumpel. Das Essen zu tauschen sah wie die einzige Möglichkeit aus. Das wird schon keiner bemerken. Pika, Pika? Hey, das ist mein Becher. Wie gemein. Der Tanz war auch nicht gut. Sie ist nur ehrlich. Das macht sie aber nicht unschuldig. Pika, Pika!
hatten also die ganze Zeit eine Überwachungskamera? Sie hat es nicht getan. Deine Verdächtigungen tun mir wirklich weh. Wir haben nur noch Pikachu. Pika Pika! Gestehe, steckst du dahinter? Pika Pika! Niemand außer dir ist daran schuld. Komm schon, gib es zu. Pika Pika! Ich habe mich für die Party vorbereitet. Alles sah tadellos aus. Ich habe Navy gebürstet, damit alles perfekt ist. Du bist ein Gentleman. Und dann habe ich das Licht angemacht. Danach habe ich Snacks geholt. Als alle da waren, habe ich mit eingesprochen. Kane und ich haben sogar ein TikTok-Video gemacht. Das ist alles eine Lüge. Ich wusste, dass wir dir nicht trauen können. Ich mag keine Gewalt. Du wirst trotzdem die Wahrheit sagen müssen. Pika Pika! Das könnte dir helfen, dass du gestehst. Pika Pika! Die Gäste sollten jeden Moment kommen, aber ich war nicht vorbereitet. Navys Fell war überall verteilt. Und dann sah ich, dass das Licht nicht funktioniert. Ich war nicht bereit. Es gibt noch mehr Leute, als ich erwartet habe. Niemand kümmerte sich um mich. Ich habe mit dem Livestreaming begonnen, um den Eindruck zu erwecken, dass ich viel Spaß hatte. Pika Pika! Dann sah ich Ken auf dem Boden liegen, aber ich habe ihn nicht getötet. Wir können den Fall auf keinen Fall aufklären. Da sie Livestreaming gemacht hat. Sie muss den Mörder gefilmt haben. Pika Pika! Hey! Konzentrier dich. Wir brauchen Beweise. Du steckst in großen Schwierigkeiten. Willst du wissen, wer dahinter steckt oder nicht? Das Filmmaterial muss vernichtet werden. Wir haben mal wieder absolut nichts gelernt. Die Mission war echt hart. Ich habe auf sie geschossen und sie haben auf mich geschossen. Du übertreibst so sehr. Habt ihr herausgefunden, wer den Mord begangen hat? Das ist ein schwieriger Fall. Aha! Das ist ein Kinderspiel. Ich weiß, wer es war. Wer? Es war... Spuck's aus! Was? Wer braucht mich? Jemand muss mir helfen! Oh, ich komme! Ich bin gleich da! Er darf mich nicht mitnehmen! Ich werde nicht zulassen, dass du den süßen Hund greifst! Ich werde dich beschützen. Jetzt müssen wir uns beide retten. Stimmt, genau. Lass uns abhauen. Hoffentlich erwischt uns hier niemand. Oh, Kleiner, du bist so schwach. Ich bin schon eine ganze Weile ein Streuner.
Ich werde dir helfen. Als erstes brauchst du etwas zu trinken. Ich kann nicht mal aufstehen. Ich habe eine Lösung. Das sollte helfen. Oh nein, deine Herzfrequenz ist praktisch weg. Das liegt daran, dass mir kalt ist. Hier, das wird dich warm halten. Das reicht nicht. Das könnte helfen. Ich kann meinen Pfoten wieder spüren. Was ist das? Aha. Ohne dich ist der besser dran. Was ist los? Ich habe gute Beziehungen. Ich kümmere mich um euch alle. Leute, vergesst nicht, eure Haustiere gegen Parasiten zu behandeln. Ich habe heute noch nichts gegessen. Das können wir ändern. Oh, wer ist denn da? Wir sind wegen einer Zahnreinigung hier. Ich habe heute keine freien Termine. Ich habe viel Geld, weißt du? Nein, es ist nur ein Patient. Dieser Service ist das Letzte. Kleiner, geht's dir besser? Ja, noch nie war jemand so nett zu mir. Ich hab's doch eindeutig gesagt. Hast du mich vermisst? Beeil dich. Kommt schon. Wir können uns da drüben vor ihm verstecken. Du kannst nicht ewig rennen. Hier sind wir sicher. Überraschung. Oh oh. Ich brauche meine Uhr, um rauszukommen. Oh nein, sie geht nicht. Wir müssen hier verschwinden. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Drückt den Like-Button, damit wir genug Energie haben. Beeilt euch, wir brauchen mehr. Vielen Dank. Es ist Zeit, sich zu entspannen. Leider habe ich kein Zuhause. Oh, mach dir keine Sorgen. Mir fällt schon was ein. Oh, wow. Hast du einen besonderen Wunsch für dein Zuhause? Ich möchte das hier haben. Oh. Irgendwas weniger Kniffliges? Wie wäre es damit? Das ist super einfach. Hey, du hast doch noch gar keinen Namen. Wie wirst du mich nennen? Oh. Dieses Ding wird uns helfen, einen auszuwählen. Das wird bei uns nicht funktionieren. F-G-H. Das ist auch nicht gut. Das ist nicht lustig. Das Ding funktioniert nicht. Leute, helft uns, einen Namen für den Hund zu finden. Ich fange an, am Haus zu arbeiten. Ich habe eine Idee. Dann gehe ich mal. Er hat nicht bemerkt, dass ich es war, oder? Wirst du es überhaupt schaffen? Klar doch. Ist die Grundlage. Es ist perfekt. Ich mag es schon. Warte, es gibt noch mehr. Ich kann das nochmal schaffen. So, jetzt ist es gemütlicher. Wow. Kann ich gebrauchen. Ein paar meiner Sachen sind weg. Wir haben nichts mehr. Ich wusste es.
Bist du ruhig? Da fehlt ein kleines Stück. Jetzt ist es fertig. So ein Haus hatte ich noch nie. Dein Haus muss verschönert werden. Das ist eine tolle Idee. Wo schlafe ich denn jetzt? Gib mir eine Sekunde. Das ist aber nett. Weißt du, was noch fehlt? Was? So, jetzt hast du immer was zu trinken. Wie wär's mit deinem Snack? Nur einen Moment. Ich fürchte, das wird mich nicht satt machen. Oh nein, es gibt praktisch kein Essen mehr. Ich hab Hunger. Ich weiß, was zu tun ist. Danke, das ging aber schnell. Oh, stimmt. Gib mir einen Moment. Leider habe ich kein Geld mehr. Das reicht nicht. Wie auch immer. Natürlich. Das ist wirklich lecker. Ich mache erst mal eine Pause. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das hier war. Dieses Mal kommst du mir nicht. Versteck dich im Haus. Ich habe solche Angst. Ich werde dir nicht aufgeben. Nein, bitte. Was zum... Ich hoffe, er lässt uns erstmal in Ruhe. Das ist wirklich erfrischend. Du bist so süß. Wir sollten dich ordentlich bürsten. So, das war's. Das fühlt sich gut an. Wie gefällt dir das? Bin ich im Paradies? Du bist so witzig. Ich habe eine Idee. Wir werden einen Wellness-Tag haben. Als erstes waschen wir dir die Pfoten. Oh, das Wasser ist so warm. Als nächstes kürzen wir die Krallen. Meine müssen auch gekürzt werden. Ist schon okay. Ich hab dich nicht vergessen. Jetzt können wir die Pfoten eincremen. Noch eine letzte Behandlung. Fertig, geh zurück in dein Haus. Hier ist noch etwas Spielzeug. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Milchzahn. Das ist wahnsinnig schön. Warte, wir rufen die Zahnfee an. Ich hoffe, du hast mich aus gutem Grund gerufen. Meinem Hund ist der erste Milchzahn ausgefallen. Glückwunsch, du kriegst ein Leckerli. Jetzt hast du ein Leckerli. Bye, Fee. Ich habe noch viel zu tun. Das ist komisch. Was ist passiert? Diesmal bin ich vorbereitet. Der Hund wird mir gehören. Nein! Oh no! Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich krieg dich, egal was passiert. Oh.
Hey! Du kommst mit mir. Fass mich nicht an! Ich habe ein Spielzeug gefunden. Hilf mir! Ich werde dich retten. Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Outfit? Geht's dir gut? Willkommen im unglaublichen digitalen Zirkus. Mein Name ist Kane. Ich bin der Chef von diesem Laden. Du hast uns gekidnappt. Bring uns zurück, oder ich... Ganz ruhig, Lady. Der digitale Zirkus duldet keine Schimpfwörter. Ja, und was ist damit? Er hat es verdient. Und ich habe deinen Namen vergessen. Ich habe deinen Namen vergessen. Wir werden euch neue Namen geben. Kinga? XDDCC. Das ist ein mieser Name. Wir sollten ihn ändern. Ist das besser? Das wird er sein, wenn wir hier rauskommen. Das kannst du nur, wenn du den Schlüssel bekommst. Gib ihn mir, du Widerling. Gut. Warum bist du so laut? Und was machen wir jetzt? Ich glaube, wir sollten hier lang gehen. Das sieht für mich nicht nach einem Ausgang aus. Es ist ein Krankenhaus. Ich hasse es. Ärzte machen mich wahnsinnig. Du hast Glück, dass keiner da ist. Geht's dir gut? Hey! Au, das tut weh. Hat jemand Schmerzen? Es ist ein Arzt. Lauf! Ich bring das im Handumdrehen in Ordnung. Kinga, Hilfe! Ich kann nicht. Das wird ein bisschen wehtun. Nein! Kinga, tu etwas! Ich habe Angst vor Ärzten. Du musst dich deinen Ängsten stellen. Warte. Gut, Pomni, ich werde dich retten. Gut gemacht, Kinga. Jetzt lass mich frei. Oh, mir ist schwindelig. Das kann ich gleich behandeln. Pomni, greif dir das andere Ende. Ich hab dich. Was? Nimm das, Doc. Ups. Tut mir nicht weh. Das Blatt hat sich gewendet, ha? Huh? Wir verschwinden von hier. Danke, dass du mir geholfen hast. Du hast keine Angst mehr vor Ärzten? Hab ich nicht. Ich danke dir. Wie hast du es rausgeschafft? Du hast Angst vor Ärzten, stimmt's? Pomni hat mir geholfen, meine Angst zu überwinden. Warte, was? Sie soll dir doch nicht helfen. Wir werden sehen, ob du auch ohne sie zurechtkommst. Pomni, nein! Ich bin ganz allein. Ich habe Angst davor, allein zu sein. Was soll ich tun? Was würde Pomni sagen? Stell dich deinen Ängsten. Genau, ich sollte den Schlüssel finden. Hier ist er nicht. Oder hier. Hier auch nicht. Leute, helft mir, die Tür aufzuschließen. Ich brauche eure Likes. Drückt auf den Like-Button oder ich sitze hier für immer fest. Ja, weiter. Ich muss Pomni retten. Danke. Pomni, Hilfe ist unterwegs. Kinga, komm zurück. Kinga, komm zurück! Kinga, komm zurück! Halt! Ich zeig dir, wie es geht. Klar. Das bist du. Und das ist Kinga. Ihr werdet euch nie wiedersehen. Wer ist das? Mach dir keine Sorgen. Kinga! Ich hab dich gefunden. Wie bist du rausgekommen? Hat es doch niemanden, der dir geholfen hat. Ich habe meine Angst vor der Einsamkeit überwunden. Ja, also bist du jetzt offenbar furchtlos. Ja, so ziemlich. Wenn das so ist, werden wir mit deinen Ängsten arbeiten. Meine Ängste?
Danke, dass du mir geholfen hast. Ich bin dir was schuldig. Ein Knochen wäre schön. Anscheinend sind wir raus. Du hast recht. Es ist so hell. Mach das Licht aus. Oh, mein Fehler. So besser? Nein. Nein, nein, nein. Das ist deine Bühne. Hast du Lampenfieber? Ja, das ist ihre größte Phobie. Ja, es macht mir Angst, wenn ich denke, dass ich absolut keine Talente habe. Du kannst diese Angst nicht überwinden. Wir wollen eine Show. Siehst du, sie wollen eine Show, aber ich habe nichts im Petto. Das ist nicht wahr. Kannst du vielleicht singen? Ich kann es ja mal versuchen. Mimi. Das darf ja nicht wahr sein. Ich hab's dir doch gesagt. Kannst du Geige spielen? Ich werd's versuchen. Hör auf damit! Das war mein letzter Versuch. Ich werde dir helfen. Mach mir nach. Wow, Wahnsinn! Wow, Wahnsinn. Mögen Sie es wirklich? Ja. Pomni bekommt einen Preis für die beste Leistung. Danke. Hier ist der Ausgang. Komm schon. Ich komme gleich. Diese Party ist der Hammer. Okay, wir sehen uns später.